Hallo und herzlich willkommen wieder bei Digga Yoshi. Diesmal das versprochene Testvideo zwischen ein Garmin Nüvi 2595 LMT 5 Zoll Display versus die Skoppler Navi App auf dem Samsung X-Cover 2 mit 4 Zoll Display. Ich werde mal eingeben, wichtig, ein Fastfood-Restaurant, sage ich jetzt mal, ja, was hier in der Nähe sein soll, und ich werde dann mal einen anderen Weg fahren. Ich fange erstmal hier bei Nüvi an. Zieleingabe, Fastfood, McDonald's, Weimarische Straße, ja. Da kann man es schon mal vorrouten lassen. Das ist halt das Schöne bei den Garmin, das Vorrouten, da sieht doch schon mal, wie lange es dauert und so weiter und so fort, die Kosten und so, hast du nicht gesehen. Und wenn es mehrere Routen dafür geben würde, würde er mir 3 Routen anzeigen. Die kürzeste, jetzt was die Zeit ist, die kürzeste von Weg und die energiesparendste. Ja. Optional sind es 3 Routen halt. Jetzt ist nur eine da, da kann ich schon mal losmachen. So, bis jetzt redet er? Nee. Bitte fahren Sie zur markierten Route. So, genau. Jetzt hier bei Navi, da gucke ich mal. Navigieren, navigieren, navigieren. Vorige Orte. Erfurt. Habe ich schon Erfurt gemacht hier? Ich wollte Weimarische Straße. In 400 Metern bitte links abbiegen. Nee. Kleiner Augenblick, das dauert noch ein Stück. Ich werde hier auch die Weimarische Straße. So, endlich habe ich das gefunden. Ich bin noch nicht ganz fit mit der Map. Aber jetzt kann ich euch zeigen. Also wenn ihr jetzt Restaurants sucht, ja, das scrollt ihr hier runter, geht auf Suche. Da kann man zum Beispiel jetzt hier Restaurants suchen, wenn ihr das wollt. Ja, da sind die ganzen Point of Interest Sachen auch hier aufgelistet. Aber weil ich offline bin, wird das gerade nicht aktuell angezeigt. So, zum Navigieren. Wie gesagt, Weimarische Straße 18, da ist das McDonald's und sowas. Gehen wir auf Navigieren. Vorherige Orte. Weimarische Straße 18. So, hier werden auch dann immer normalerweise, wenn ihr die berechnet, auch 3 Routen angezeigt. Da könnt ihr aussuchen, die kürzeste von Kilometer, die kürzeste von der Zeit oder so ein Mix, keine Ahnung. Und er startet dann Autostart in jetzt. In 400 Metern bitte links abbiegen. So, da gucken wir jetzt mal, da fahren wir mal ein Stück. Und dann werde ich aber jetzt nicht in die Weimarische Straße fahren, sondern ich will mal gucken, wenn ich woanders lang fahre, wie schnell er berechnet oder was er meckert und so weiter und so fort. Oh, hoffentlich kann man das sehen. Fahren Sie 500 Meter, dann links abbiegen in die Kersblütener Chaussee. Ja, ihr kriegt schon mit, das Navi ist extrem laut. Also ich habe alle Geräte auf die höchste Lautstärke gestellt und ihr kriegt schon mit, das Nüvi ist schon mal lauter als mein Telefon. Aber ihr könnt ja das Telefon über euer Bluetooth-Radio laufen lassen. Da habt ihr dann sozusagen in den Gerätelautsprechern von eurem Auto drinne die Ansage, und da ist es dann auch laut oder lauter. Ich hoffe, ihr könnt was sehen, es blendet nicht so extrem stark. Aber ich denke mal schon. Ja, wie gesagt, ich bin deswegen auf die Navi-App gestoßen, weil ich doch manchmal nicht immer ein Navi dabei habe, und das Smartphone hat man doch öfters dabei. Und ich sag mal, noch hat ein Navi in vielen Sachen die Nase vorn, aber noch. Man weiß es nicht, wie sich es ändert, obwohl eben halt so ein Smartphone in vielen Sachen auch schon sehr gut ist. Die Darstellung sieht schon toll aus. 200 Metern links abbiegen. So, ihr habt es gehört, links abbiegen. Er sagt, also sie sagt es relativ schnell. Nach 200 Metern links abbiegen in die Kersblütener Chaussee. Ah, der Janik hat es auch gesagt, also der Sprecher ist der Janik auf dem Nüvi.
habe mich für die männliche Stimme hier entschieden, dass wir das mal ein bisschen auseinanderhalten können. Jetzt links abbiegen in die Kersblebener Chaussee. Ja, die App braucht sogar etwas schneller als mein Navi. Man mag es nicht glauben. Die Darstellung ist auch ganz okay. Natürlich ist das 5 Zoll Gerät. Sieht schon ein bisschen, obwohl es 5 Zoll ist, ist es aber irgendwie breiter. Also sieht schon größer alles aus. Große Darstellung. Ja. Fahren Sie 2,4 Kilometer, dann rechts abbiegen in die Einfahrt zur L1052. Ja, und ihr habt schon gehört, das Navi, also das Nübi von Garmin, hat eben halt natürlich die ganzen Straßennamen werden mit angesagt. Das ist schon achten mal. Achten Sie auf Ihre Geschwindigkeit. Habt ihr gehört? Achten Sie auf Ihre Geschwindigkeit. Also, das ist doch ein schöner Tempoalarm. Das kann man doch noch durchgehen lassen. Und nicht immer diese Ding, Ding, Ding. Ja, ihr seht schon, hier seid ihr 30 und bei den Garmin 50. Es waren 50. Also, auch da ist wieder das Navi ein bisschen in der Nase vorn. Ja, hier haben sie wieder Split gestreut, hier muss man wieder vorsichtig fahren. Ja, bis jetzt bin ich schon mal sehr positiv beeindruckt von der Navi-App. Ja, raus vorbei. 30, Mann. Ich fahre gerade irgendwas bei gemütliche 40. Ich will hoffen, dass die Monitore zu sehen sind, weil ich kann jetzt nicht immer auf meine Kamera gucken, dass da nichts blendet. Nach 1,3 Kilometern rechts abbiegen in die Einfahrt zur L1052. Also nochmal zu der Information, ich werde jetzt nicht in die Weimarische Straße fahren, ich habe die jetzt nur als Adresse eingegeben. Ich nach 1,2 Kilometern rechts abbiegen in die Einfahrt zur L1052. Also seht ihr schon, das Nübi gibt euch schon mehr Informationen. Also, Kacke. Ja, Streuschnitt. Also habt ihr schon mehr Informationen. 700 Metern, bitte halb rechts abbiegen. Das war wieder die App. Aber wie gesagt, ich fahre nicht in der Weimarische Straße, sondern mit Absicht in die falsche Richtung. Mal gucken, wie schnell sie den Weg berechnen und ob sie irgendwas sagen oder keine Ahnung. Aber wie gesagt, die App hat einen Blitzerwarnung für stationäre Blitzer. Es wurde dann gesagt, sie nähern sich einer Gefahrenstelle. Das hat halt das Nübi nicht, das Garmin. Aber die App ist halt nur so, jetzt sag ich mal, wenn man gar nichts hat, ist die schon mal toll. 200 Metern halb rechts abbiegen. So, ihr seht schon, ich fahre jetzt mit Absicht falsch. Mal gucken, wann der Erste anfängt zu rechnen und wie sie rechnen, wie schnell und so weiter und so fort. Ne? Ich wiederhole mich. Und? Ja? Jetzt könnte ich gar nicht sehen, wer jetzt hier am schnellsten gerechnet hat. Habt ihr gesehen?
Helikopter gesehen. Nehmen Sie die Einfahrt auf der rechten Seite Richtung Erfurt-Roter Berg. Jetzt halb rechts abbiegen. Also ihr hört schon, das Garmin ist definitiv, was jetzt der Genauigkeit der Straßennamen und wie man es machen muss, hat schon die Nase vorn. Also, aber ich sag mal, die App ist eine gute Alternative. Und der Test zeigt schon, dass nicht verkehrt ist, auch die Darstellung. Nach 1,8 Kilometern rechts abbiegen in die Schwerbauer Straße, dann links abbiegen. Auch die Darstellung des Nüvis ist schon noch besser als bei der App. Aber wie gesagt, noch, ne, man weiß ja nie, wie sich noch so die Apps entwickeln. Außer, dass die App halt ja, ein bisschen farbenfroh ist. Fahren Sie 1,3 Kilometer, dann rechts abbiegen in die Schwerbauer Straße. Und ihr seht auch schon, die Geschwindigkeitsanzeigen sind bei den Nüvi natürlich schneller als bei der App. Auch ich muss dazu sagen, die App ist auch gerade offline. Also ich weiß nicht, wie es online ist, ob sie da besser reagiert, schneller reagiert oder genauer reagiert. Aber wie gesagt, ja, also für umsonst. Also als Notbehelf. Und wenn man überhaupt kein Navi hat, ist das schon eine Hausnummer, würde ich sagen. So, jetzt fahre ich mit Absicht nochmal falsch. Mal gucken, was er jetzt macht. Jetzt fahre ich mal nach links. Mal sehen. Achten Sie auf Ihre Geschwindigkeit. Falsch. Wir sind 70 gewesen. Nee. In 130 Metern halb links abbiegen. Dann sofort, wenn möglich, wenden Sie bitte. Jetzt halb links abbiegen. So, dann sofort, wenn möglich, wenden Sie bitte. Da kriegt ihr schon mit, das Navi, das Nüvi, das Garmin Nüvi hat gleich eine andere Route berechnet. Da die App wollte mich erstmal wenden lassen und jetzt hat sie neu berechnet. Aber so von der Reaktion, also finde ich alle beide sehr schnell. Also da gibt es irgendwie keine Unterschiede. Die Daten von meinem Handy könnt ihr ja nachlesen, was die hat, was das hat. Dualcore und sowas. Fahren Sie 800 Meter, dann rechts abbiegen in die Ugojong-Straße. Also, ihr hört es schon, ne? So, ich würde sagen, ich beende jetzt den Test. Das könnt ihr euch schon selber euer Fazit rausschließen. Was ist besser, was ist schlechter? Gibt es überhaupt einen Unterschied? Wenn ja, welcher? Oder könnt ihr mit den Unterschieden leben? Oder stört euch das? Oder wie auch immer, ne? So. Ich sage jetzt mal, das war's. Und ihr habt jetzt mal einen kleinen Eindruck gesehen, wie so Navi versus Handy-App sich schlagen. Und ich finde, sie schlagen sich gut. Also es gab jetzt auch, wo ich die App probiert habe, keine Totalausfälle oder Totalfehlleitungen. Kann ich jetzt nicht sagen. Deswegen, ich mache jetzt Schluss und ich hoffe, euch hat das kleine Großes Video gefallen. Ich sag mal wieder, bye bye.